Moin Moin und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe vom Geschichtsmagazin Geschichte im Nordwesten hier auf O1. Heute geht es um das Thema Erinnerungsorte. Was das genau ist, dazu habe ich drei Gäste eingeladen, die uns das erklären können. Das wären einmal Herr Klaas Neumann, Frau Mareike Witkowski und Frau Sarah Bischoff, alle drei von der Universität Oldenburg. Dort hat es nämlich ein Forschungsprojekt gegeben zum Thema regionale Erinnerungsorte. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal grundsätzlich, Frau Witkowski, Erinnerungsort, das klingt erstmal nach einem geografischen Ort. Also ich denke da an ein Mahnmal, an eine Gedenkstätte. Da steckt aber mehr dahinter. Was ist das genau? Ja, in der Tat. Als allererstes denkt man vielleicht an Denkmäler, aber das Konzept sieht weit mehr vor. Also es geht nicht nur um Orte im wirklichen Sinne, im topografischen Sinne, sondern es geht um Orte, an denen sich Erinnerungen festmacht. Das muss nicht ein Denkmal sein, das kann auch was ganz anderes sein. Also für die Deutschen Erinnerungsort ist zum Beispiel die Bundesliga dabei oder auch der Ruf Wir sind ein Volk. Das ist ein Erinnerungsort, weil sich mit einem Erinnerungsort immer was verbindet. Und zwar die Leute, wenn sie es hören oder auch sehen, je nachdem was es ist, haben eine Erinnerung daran, eine kollektive Erinnerung. Also es geht nicht um die Erinnerung von einzelnen Personen, sondern es geht um die Erinnerung von entweder allen Deutschen, von bei uns jetzt den Oldenburgern, die Erinnerung der Oldenburger, also um eine Gruppe, die sich daran erinnern soll, die damit was verbindet und auch Identität damit verbindet. Die Idee stammt ursprünglich aus Frankreich, also von einem französischen Historiker entwickelt worden. Nun haben die Franzosen sicherlich einen anderen Umgang mit ihrer eigenen Geschichte als die Deutschen. Muss man dieses ganze Konzept da vielleicht irgendwie angleichen, etwas variieren oder wie kann man das auf Deutschland übertragen? Ja, das war in der Tat ein großes Thema gewesen. Die deutschen Erinnerungsorte sind auch nach den dänischen, nach den italienischen oder anderen Nationen erst entstanden, weil man überhaupt erstmal gucken musste, wie geht man damit für Deutschland um. Erstmal ist dieses Gebiet Deutschland wesentlich weniger klar umgrenzt wie Frankreich. Dann hat man natürlich auch die Zeit des Nationalsozialismus, die einen Bruch darstellt, die also auch damit hineingefügt werden muss. Und man hat die Zeit der Teilung. Also das war für die deutsche Erinnerungsorte doch deutlich schwieriger, das aufzugreifen, das Konzept. Und ich glaube, dass es auch erst nach 1989 ging, nachdem eigentlich dann zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wirklich klar war, auf welches Gebiet beziehen wir uns. Und wir sind mit diesem Gebiet auch in Anführungszeichen zufrieden. Also ansonsten gab es immer Bestrebungen, noch darüber hinauszugehen oder während der Zeit der Teilung, dass es wieder ein einiges Deutschland gibt. Und erst mit diesem Zustand 1989, glaube ich, konnte man sich dann auch dran machen an die deutschen Erinnerungsorte und die dann aufgreifen und aufarbeiten. Vielleicht kann man das mal an ein, zwei Beispielen klarstellen, was jetzt ein Erinnerungsort ist oder sein kann. Wir haben dazu ein kleines Filmchen vorbereitet, wo wir uns dem Thema mal nähern und das mal an ein paar Beispielen festmachen. Beethovens Neunte gehört dazu, das Brandenburger Tor ebenso wie die Pickelhaube, das Nibelungenlied, Karl Marx und Karl May. Sie alle zählen zu den deutschen Erinnerungsorten, die die Historiker Hagen Schulze und Etienne François zusammengetragen haben. Als Erinnerungsort kommt vieles in Frage, ein Gebäude, ein Ereignis, sogar ein abstrakter Begriff, solange es nur zum kollektiven Gedächtnis und zum Selbstverständnis einer Gesellschaft beiträgt. Zu den deutschen Erinnerungsorten zählt daher etwa auch der Feierabend, als Symbol für die allmähliche Etablierung des Freizeitgedankens im Arbeitsleben. Das Konzept der Erinnerungsorte lässt sich nicht nur auf der nationalen, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene betrachten. An der Karl-von-Ossietzky-Universität sammelte eine Projektgruppe oldenburgische Erinnerungsorte. Zu diesen zählen nicht nur das Oldenburger Schloss oder Graf Anton Günther, sondern zum Beispiel auch das Andenken an glorreiche Fußballzeiten in der Hölle des Nordens, dem mittlerweile verschwundenen Donnerschwer Stadion. Viel weiter zurück reicht ein anderer Erinnerungsort, die Schlacht von Altenesch beim heutigen Lemwerder. Bereits seit 1834 erinnert ein Denkmal an das mittelalterliche Gemetzel an den Stedinger Bauern, das sich 600 Jahre zuvor genau hier zutrug. Ein Ort des Erinnerns im wortwörtlichen Sinne gewissermaßen. Und auch ein Erinnerungsort. Welche Rolle nämlich die Schlacht im regionalen Geschichtsbewusstsein spielt, zeigte sich im vergangenen Jahr, als zum Anlass des gleichzeitigen Delmenhorster Burgjubiläums eine Handvoll Neuzeitrecken die Schlacht an historischer Stätte nachstellte. Die Zuschauer kamen reichlich,
und zeigten damit, welche Bedeutung die Schlacht für die Identität der Stedinger auch heute noch hat. Es ist im Bewusstsein nur sehr weniger noch und es ist hier in der Region eher in dem Bewusstsein, dass man das in einen Kontext stellt mit der Zeit von 33 bis 45, weil dort dieses Ereignis politisch genutzt worden ist und von daher ist man da eher zurückhaltend. Mir geht es eigentlich darum, dass wir deutlich machen, dass es ein Teil unserer Geschichte hier ist und dass das Ereignis selbst von einer solchen Bedeutung ist, dass man das nicht einfach hinten runterfallen lassen sollte, sondern dass man daran erinnern sollte. Und so ging es an diesem Nachmittag im Mai 2009 nicht nur um die Gaudi, die die gerüsteten Hobbyritter darboten, sondern auch und vielleicht vor allem um das Gedenken an ein historisches Ereignis, das identitätsstiftend für einen ganzen Landstrich wurde. Die Schlacht von Altenesch, beziehungsweise wir können mal bei diesem Beispiel bleiben. Das ist jetzt eine Schlacht, die war vor knapp 800 Jahren. Inwieweit spielt das denn heute noch eine Rolle für das Geschichtsbewusstsein in der Wesermarsch? Ja, das war eigentlich eine spannende Sache, weil wir dachten als allererstes, als wir angefangen haben mit diesem Ort Altenesch, das könnte ein erkalteter Erinnerungsort sein, weil es in der Zeit des Nationalsozialismus ganz stark instrumentalisiert wurde und waren dann überrascht, wie viele Leute sich heute noch dafür interessieren, wie viele Vereine, der Heimatverein und andere Vereine auch heute noch daran erinnern. Und diese Stedinger Bauern, die sich aufgelehnt haben gegen die Oldenburger Herrscher oder auch gegen die Kirche sich aufgelehnt haben, das scheint in dieser Region noch ganz wichtig zu sein. Also die Erinnerung daran, an quasi die, ja, diejenigen, die vor den Leuten, die da jetzt leben und auch wie sie gelebt haben, dass man sich daran also auch heute noch weiterhin erinnert. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben sich ein bisschen gewundert, weil Sie dachten, das wäre ein sogenannter Erkalteter. Sie sind sicherlich drauf gekommen, weil Sie in Ihrem Projekt Fragebögen ausgeteilt haben, die Leute ausfüllen konnten und sagen konnten, das ist für mich jetzt ein Erinnerungsort. Während jetzt Schulze und François für ihre deutschen Erinnerungsorte, die ja selbst zusammengestellt haben, haben sie jetzt diese Rückmeldung aus der Bevölkerung gesucht. Wie läuft das eigentlich? Ich könnte mir da vorstellen, dass jeder das subjektiv anders sieht, dass man da mit einem Wust von Vorschlägen zugeschüttet wird, was alles als Erinnerungsort in Frage käme. Wie sortiert man das? Ja, es war ein schwieriger Prozess. Wir haben da auch viel und lange diskutiert, weil wir am Anfang gedacht haben, das müssen wir uns eigentlich zunutze machen. Wir müssen uns das zunutze machen, dass wir ein klar umgrenztes Gebiet haben und dass es auch wirklich machbar ist, dass wir die Oldenburger mitbefragen. Und das ist ja wirklich das, was dann den anderen Historikern auch immer vorgeworfen wurde, dass sie selber quasi sich überlegt hätten, was ist ein Erinnerungsort und gar nicht die Leute befragt haben. Und in der Tat, wir haben über Fragebögen, wir sind also wirklich in der Innenstadt gewesen, haben die Leute befragt, über 200 Erinnerungsorte letztendlich gehabt. Und das war schon ein Problem, dann daraus die jetzt 23, die bearbeitet werden, herauszukristallisieren. Und letztendlich, da glaube ich, dieser Schritt, der wird sich nie vermeiden lassen, muss dann irgendwer, eine Gruppe in diesem Fall, die Projektgruppe, entscheiden, was halten wir jetzt für relevant. Und natürlich haben wir uns auch ein bisschen daran orientiert, was wurde am meisten genannt. Was wir nicht machen wollten, ist so wie so ein Reiseführer, die wichtigsten Sachen abhaken, sondern wir haben dann bewusst auch geschaut, dass wir zum Beispiel Frauen mit drin haben. Helene Lange ist mit dabei, ein Erinnerungsort. Das ist ja auch den deutschen Erinnerungsorten vorgeworfen worden. Die Frauen gehen unter. Mit diesem Stadion Donnerschwer vielleicht auch so ein bisschen Arbeiter, die da mit drin sind. Also dass wir probiert haben, das möglichst breit auch zu streuen. Und noch ein paar, die vielleicht erstmal verwirrend sind. Also zum Beispiel Grünkohl und Pinkel ist einer der Erinnerungsorte, die wir auch mit aufgenommen haben. Also wir haben probiert, da eine gute Mischung aus denen, die wirklich am meisten genannt wurden, Graf Anton Günther Schloss und auch welchen, die vielleicht dann noch überraschen können und auch ja, wirklich spannend dann zu untersuchen und zu lesen sein werden, gemacht aus. Dass Grünkohl und Pinkel ja, identitätsstiftend für die Region sind, das dürfte, glaube ich, außer Frage stehen. Genauso wenig stellt es sicherlich in Frage, dass ein anderer Erinnerungsort aufgenommen wurde, nämlich Flucht und Vertreibung. Das haben Sie, Herr Neumann, bearbeitet. Das ist ja nur ein sehr auch emotional behafteter Erinnerungsort. Wie sind da Ihre Erfahrungen, als Sie an das Thema rangegangen sind? Also in meinen Arbeiten zu diesem Thema ist mir in der Tat aufgefallen, dass dieses Thema, also an der Stelle kann man wirklich nicht von einem erkalteten Erinnerungsort sprechen. Also dieser ist wirklich hoch umstritten und seit Beginn schon, also seit die Flüchtlinge hier angekommen sind. Von Segern hat das in seinem Buch mal bezeichnet mit Großstadt wider Willen, also dass Oldenburg quasi über Nacht zu Großstadt wider Willen geworden ist mit 30.000 bis 40.000 Flüchtlingen ungefähr, die Oldenburg aufgenommen hat, die dann wirklich mit Wohnungsnot und so weiter zu kämpfen hatten, was natürlich für die ganze Stadt dann ein Problem geworden ist. Und es ist schwierig,
auszumachen. Also es ist nicht, es ist schwierig, ein einheitliches Konzept zu diesem Erinnerungsort zu finden. Das, wie ich schon sagte, sehr umkämpft. Einzelne Gruppen spielen eine Rolle, die Vertriebenen natürlich, die Stadt spielt eine Rolle, aber auch Wissenschaftler, die sich dann spät, also relativ spät erst dieses Themas angenommen haben. Das zeigt zum Beispiel der Denkmalstreit, der, man denkt es aus der Wahrnehmung, erst in den 2000ern jetzt aufgekommen ist, aber der schon seit den 60ern quasi anschwillt. Da ging es immer anfangs nur um Standortfragen, wo soll dieses Denkmal stehen, um Finanzierung, aber letztendlich in den 2000ern haben die Wissenschaftler hier in Oldenburg von der Universität auch diesen Faden aufgenommen und gesagt, was wollen wir überhaupt erinnern mit diesem Denkmal, was jetzt ja letztendlich nicht zustande gekommen ist, obwohl jahrelang darüber oder jahrzehntelang darüber diskutiert wurde. Also es geht da um Deutungsfragen, was soll mit diesem Denkmal ausgedrückt werden, woran soll direkt erinnert werden an Vertreibung, an die Integration der Flüchtlinge hier. Also es ist ein sehr spannendes Thema, was mir auch sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß bereitet hat in der Bearbeitung. Ist das dann vielleicht sogar einer der grundsätzlichen Wesenszüge der Erinnerungsorte, dass es keine Deutungshoheit gibt? Ich meine, wenn man ein Mahnmal hat, da ist klar, woran es erinnern soll und wie man daran geht. Und gerade hier ist das sehr ambivalent. Und ist das häufig bei Erinnerungsorten anzutreffen? Was kann man dazu sagen? Das ist genau das, was uns, glaube ich, daran auch fasziniert hat. Also zu gucken, wie wurde daran erinnert und welche Gruppen sind daran auch beteiligt? Wie wird das instrumentalisiert? Wer hat Interesse daran, ein Denkmal aufzustellen? Wer möchte das nicht so gerne? Wie wurde die Schlacht von Altenesch während der Zeit des Nationalsozialismus verwendet? Nämlich ganz stark für die eigene Ideologie instrumentalisiert. Und diese auch Gruppen zu untersuchen, wer hat Interesse daran, dass erinnert wird? Und wer erinnert in welcher Art und Weise? Das fanden wir so spannend an diesem Thema. Ein weiterer Erinnerungsort, der vielleicht so in einer Linie mit Grünkohl zu sehen ist, ist Plattdeutsch. Mhm. Auch wenig verwunderlich, dass das genannt worden ist. Wir haben dazu auch wieder einen kleinen Beitrag vorbereitet, wo mein Kollege Stefan Meyer mal mit dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft Niederdeutsch der Oldenburgischen Landschaft gesprochen hat. Herr Siefer, wir sind von Dorgen hier in der Oldenburger Landschaft. Und ihr habt den Leid von der AG für Niederdeutsche Sprache und Kultur hier bei der Oldenburger Landschaft. Was mag die AG eigentlich so? Was mag die AG? Die AG für Niederdeutsche Sprache bei der Oldenburger Landschaft ist so ein Ort Netzwerk. Da sind all die Leute, die in Plattdeutsche Rebett für die Plattdeutschen Sprache sich an verschiedenen Ecken und Kanten insetzen dort. Und hier kommen wir beieinander und miteinander. Da wird das schnacken, wo sind das an welchen Stellen gut, was ist so down. Wie nehmt du so Projekten für, wo wir miteinander dann das ganze Werk angeht, so als eine Sommerfreizeit in Storbefeld in der Katholischen Akademie oder wie mögt Veranstaltungen zu einem Sprachendach. Und uns ist immer heil wichtig, dass dann die heilen Koppels und Krings, die in der AG zusammen sind, miteinander für die plattdeutschen Sprache in Oldenburger Land in Stondaut. Wo sind das mit der plattdeutschen Sprache in Oldenburger Land eigentlich gut? Ist die plattdeutsche Sprache noch was Wichtiges für die Identität, für die Lü hier in Oldenburger Land? Ja, wenn man so über Land reisen darf, in alle Sonderhausförderungen, dann hört man immer wieder, ja, die plattdeutsche Sprache ist heller wichtig für die Oldenburger und für die Oldenburger Identität. In das Land Oldenburg, das ist ja der Norden und der Süden von das Ole Großherzogtum Oldenburg. Wenn man sich die Realität ankicken darf, dann merkt man, in Nord-Oldenburg, vor allem Stadt-Oldenburg, ist das mit plattdeutschen Welten was weniger. Und wenn wir dann nach Süd-Oldenburg geht oder in Friesland ist das allerdings auch noch so, dann habt ihr Ecken, wo plattdeutsch noch den Oldach de Tau hört. Man immer in eine Generation, die so auf Kipp steht. Ich denke mal, dass das so wie die Generation unter 50 Jahre, da breckt das ein bisschen was ab. Da ist nicht mehr die plattdeutsche Sprache zu Hause wiedergegeben worden. Da habt dann auch die Kinder kein Plattdeutsch mehr gelernt. Und die müssen halt platt lernen, wenn sie das wiedergeben wählt. Also ich denke mal, das ist, ob steh so, dass wir in Gefahr sind, die plattdeutsche Sprache in Oldenburger Land auch ein bisschen was an den Rand zu kriegen. Wo sind das denn eigentlich auch? Ist das Plattdeutsch bei den Lü auch noch im Kopf und verbinden die Lü auch eigentlich noch was mit ihrer eigenen Geschichte und Plattdeutsch? Ja, wenn ich so von mir utkomme, ich bin ja so ins Plattdeutsch obwassen, in Huse habe Plattdeutsch gelernt und wenn ich die plattdeutsche Sprache nicht mehr habe, oder wenn ich die überhaupt nicht habe, dann fehlt mir ein Heilstück auch Wurzeln in meinen Region, in der Tauder Dörr, wo ich herkommen bin. Bestimmte Wörter, bestimmte Hüser und Normsticks, so habt ihr, bin bloß in Plattdeutsche zu Hause, das wird mir fehlen. Und ich denke, so geht das viele andere auch. Wenn wir das Plattdeutsche nicht mehr habt, dann ist so die Verbindung zu einer Sorgen, die zu einem Sims auch hört, den man heute vorhin auch im Plattdeutsch benäumt hat, die sind dann Wege.
Nicht, wenn man in Kloppenburg das Museumsdorf geht, dann hat man manches bloß plädische Norms für bestimmte Sorgen, für Soldfatt oder für Pökelfatt. Das ist Geschichte, da denkt man dann fort an den Gegenstand. Und wenn das weg ist, die plädische Norms nicht mehr bekannt sind, nicht mehr wiedergeben wird, dann fehlt das auch. Dann kann man das nur bloß noch auf Hochdeutsch benormen, aber dann ist das was anders. Ja, haben Sie es alle verstanden? Ja, das ist auch das, habe ich mir sagen lassen, das südoldenburgische Platt, das ist nicht ganz so schwer. Ich habe es auch verstanden, ich kann es allerdings nicht sprechen. Aber für die Leute, die es nicht verstanden haben, das ist ja vielleicht auch, oder deutet schon auf ein gewisses Problem hin. Plattdeutsch ist auf den Rückzug. Und wenn Plattdeutsch jetzt als Erinnerungsort wahrgenommen wird, heißt das, dass dort auch das Geschichtsbewusstsein der Region darunter leiden könnte, dass die Sprache allmählich immer mehr verschwindet? Hat das da irgendwelche Rückkopplungen? Oh, das ist eine schwierige Frage, die sich wahrscheinlich dann erst in Zukunft zeigen wird. Es wird ja ganz breit probiert, das Plattdeutsch wieder auch in die Schulen zu bringen, den Kindern das beizubringen. Und ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich mein damit sein wird, weil sie ja dann doch über Bücher das lernen und nicht mehr so als Alltagssprache haben. Unter Umständen wäre es interessant, diesen Ort Plattdeutsch nochmal in 20 Jahren als Erinnerungsort zu untersuchen und dann zu gucken, ist es jetzt vielleicht wirklich schon ein erkalteter Erinnerungsort? Und mit Plattdeutsch verbinden wir irgendwie eine Zeit früher mal, wo das noch gesprochen wurde? Oder sind die Bestrebungen, die im Augenblick bestehen, fruchten die? Und es wird wieder doch mehr ins Alltagssprachliche oder in die Alterssprache hinein. Das müsste man wahrscheinlich wirklich noch mal in 20, 30 Jahren untersuchen, um das zu beantworten. Apropos früher mal, wir haben eben schon bei Alten Esch gesehen, dass die Bedeutung und die Definition eines Erinnerungsortes halt auch teilweise politisch behaftet ist, beziehungsweise instrumentalisiert werden kann. Jetzt haben Sie sich, Frau Bischoff, mit dem Thema oder mit dem Erinnerungsort Ehrenbürger befasst. Das ist ja in Oldenburg, sind es, glaube ich, korrigieren Sie mich, wenn ich mich täusche, momentan 7. Genau. Es waren mal 2 mehr, Adolf Hitler und Karl Röwer, die sind natürlich dann getilgt worden. Aber was ist das Besondere an diesem Erinnerungsort? Ehrenbürger, denke ich mir, sind oftmals vom normalen Bürger auch einfach weit weg. Das sind halt irgendwelche Leute, die irgendwann mal gelebt haben, hat da keinen Kontakt zu. Wie sieht das aus? Wie sind Sie daran gegangen? Also das stimmt. Zunächst dachte ich, also ich kannte die Ehrenbürger auch nicht. Also ich komme nicht ursprünglich aus Oldenburg, musste mich da auch erstmal reinarbeiten. Und, aber wenn man in diesem Thema drin ist, im Stadtbild findet sich erstaunlich viel wieder. Also jetzt auch zum Beispiel Hindenburg, ehemals das Hindenburg-Gymnasium oder auch bei den anderen Ehrenbürgern. Zum Thema Hindenburg, das können wir da vielleicht nochmal reinspielen. Das ist ja ein Ehrenbürger, der eigentlich jetzt doch mit einem sehr dicken Fragezeichen versehen wird. Sie haben gerade schon die Hindenburg-Schule erwähnt, die heißt jetzt Herbert-Gymnasium. In der vergangenen Woche gab es noch eine mehr symbolische Aktion dazu. Da wurde nämlich in einem Oldenburger Café die Hindenburg-Torte umbenannt und dazu haben wir noch einen kleinen Beitrag vorbereitet. Der Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg hat dafür, dass er als noch unbekannter Offizier lediglich 3 Jahre hier verbrachte, deutliche Spuren in Oldenburg hinterlassen. Er ist seit 1917 Ehrenbürger der Stadt und ihm gebührte 1921 der erste Eintrag ins Goldene Buch. Als einziger Gast durfte er sich 6 Jahre später gar ein zweites Mal verewigen, diesmal als Reichspräsident. Der greise General ist eine zentrale Figur der deutschen Geschichte, allerdings keine positive. Mit seinem Festhalten an der Siegfriedenstrategie zog er den Ersten Weltkrieg in die Länge, riss als Chef der obersten Heeresleitung de facto die Staatsmacht an sich, entwickelte die Dolchstoßlegende und ernannte schließlich Adolf Hitler zum Reichskanzler. Dennoch wurden nach ihm Plätze, Straßen und Gebäude benannt, sogar eine Torte. Ein mehr als fragwürdiger Namenspatron, auch wenn es sich nur um eine Süßspeise handelt. Vielleicht gerade, weil es so ein Alltagsgegenstand ist, mit dem man es jeden Tag zu tun hat, an dem man eben vorbeigeht und gar nicht mehr überlegt, was esse ich hier eigentlich, wieso heißt die jetzt Hindenburg-Torte. Und ich denke, das ist, man muss mit den kleinen Dingen im Alltag auch anfangen, um so eine gewisse Sensibilität auch für die eigene Geschichte zu erwecken. Da kann eine Torte durchaus auch mithelfen. Wir haben ja auch Bismarck-Hering und solche Geschichten. Auch da sollte man durchaus mal überlegen, was esse ich hier eigentlich, wieso heißt der Bismarck-Hering und wer war eigentlich dieser Bismarck. Bei Bismarck ist es sicherlich viel unstrittiger, dass man das durchaus so belassen kann. Hindenburg war wirklich eine sehr problematische Figur in der Geschichte. Das hat man jetzt langsam auch wirklich wahrgenommen. Er galt ganz lange als der greise Ersatzkaiser, der nicht sehr viel mehr angerichtet hat. Aber er war sehr viel aktiver, als wir lange angenommen haben. Mittlerweile wissen wir sehr viel über Hindenburg und seine Untriebe. Das Oldenburger Café Raster hat die Torte nun umbenannt. Das Herbert-Gymnasium, ehemals Hindenburg-Schule, hat diesen Schritt schon 1988 vollzogen. Dennoch ist Hindenburg weiter im Stadtbild vertreten. Es gibt ja immerhin auch noch eine Straße, die seinen Namen trägt.
In der Tat finde ich das zu überlegen, was man mit sowas macht. Und wir haben in vielen Städten noch Hindenburg-Straßen, Hindenburg-Dämme, gibt es ja auch in Berlin noch tendenziell. Also ich finde es schon überlegenswert, ob man sich da nicht Gedanken machen sollte. Es tut auch Helena Lange nicht so gut, dass sie hinter Hindenburg in dem goldenen Buch der Stadt Oldenburg steht. Also das wäre nochmal auch eine Überlegung, ihn da auch zu tilgen. Ja, also es steht die Frage im Raum, diese Ehrungen, die einer Person wie Hindenburg widerfahren sind, es geht ja nicht nur um die Straße, sondern auch um die Ehrenbürgerschaft und das goldene Buch, wieder zurückzufahren. Ist das für einen Erinnerungsort dann sozusagen eine Art Abschwächung? Weil das wirkt dann so ein bisschen so, von wegen, mal ist es dann ein Erinnerungsort, mal nicht. Und mit welchem Inhalt man das füllt, das ist dann immer irgendwelchen politischen Willenskundgebungen unterworfen. Wie sieht das aus, als Sie die Fragebögen ausgewertet haben, also die Fragebögen, die sich mit Ehrenbürger beschäftigt haben, haben die Leute den Ehrenbürger an sich angegeben oder ging es um bestimmte Personen? Also allgemein haben sie den Ehrenbürger für sich, aber wenn ihnen etwas eingefallen ist, dann vor allem Helene Lange, Karl Jaspers und ja auch manchmal Leo Trepp und natürlich Horst Janssen. Und ja, aber viele Ehrenbürger wurden zum Beispiel gar nicht genannt, weil sie gar nicht richtig präsent sind, teilweise. Ist das denn, wir haben es ja gesehen vor mittlerweile 22 Jahren, als die der Hindenburg-Schule umbenannt worden ist, da hat es ja doch eine sehr deutlich kontroverse Auseinandersetzung um diese Umbenennung gegeben. Würde das wieder drohen, wenn man das jetzt weiterführen würde? Also als Erinnerungsort gewissermaßen taugt das eigentlich, wenn ich das mal so platt formulieren darf, wenn so eine historische Figur wie Hindenburg damit eingefügt ist? Also es geht, glaube ich, vielmehr dann um den symbolischen Akt. Also in den Köpfen der Menschen würde die Person weiter als Erinnerungsort bestehen, aber es würde um den symbolischen Akt gehen. In dem Fragebogen war auch die Frage so formuliert, so und so ist für mich ein Erinnerungsort, weil. Was haben die Menschen oder die Personen denn angegeben, warum Ehrenbürger für sie ein wichtiger Aspekt ihrer Erinnerung sind? Also zum Beispiel bei den Bekannteren wie Horst Janssen haben sie natürlich das Horst-Janssen-Museum genannt. Oder Helene Lange, die Helene Lange-Schule. Das heißt also, es gibt Wechselwirkungen mit anderen Erinnerungsorten, weil die Helene Lange-Schule oder dieses Museum ja durchaus auch wieder als eigener Ort gelten könnte. Genau. Sie haben jetzt diese oldenburgischen Erinnerungsorte zusammengetragen in einem Buch, das demnächst erscheinen soll. Wann genau? Das wird noch ein bisschen dauern. Also es wird spätestens so lange nach der Wissenschaften vorliegen. Und das ist dann im September, Ende September. Es dauert auch immer ein bisschen mit dem Vorlauf, bis es dann wirklich alles in Druck gehen kann. Jetzt sind gerade die letzten Essays, die bei mir eintrudeln. Und dann wird das ja nochmal gegengelesen und dann geht es in den Druck. Ja, bis zur Nacht der Wissenschaften muss man uns also noch gedulden mit den oldenburgischen Erinnerungsorten. Bis dahin, wer vielleicht in der Verlegenheit ist, nichts zu lesen zu haben, dem sei das dieser ganzen Idee zugrunde liegende Wert von Schulze und François ans Herz gelegt. Der hat, ich glaube, 120 oder 180 deutsche Erinnerungsorte zusammengetragen. Und das ist durchaus keine trockene Lektüre, sondern da sind auch Erinnerungsorte dabei, wie zum Beispiel, was ich besonders schön finde, der Weißwurst-Äquator oder auch die Mauer natürlich, der Kniefall Willy Brandts und so weiter und so fort. Also durchaus lesenswert. Ja, wir freuen uns auf die oldenburgischen Erinnerungsorte. Damit sind wir auch schon ziemlich am Ende der Sendung. Wir sehen uns wieder, bei uns bricht jetzt auch kurz die Sommerpause aus, am zweiten Montag im August. Das ist auch dann ab dann der neue Sendeplatz für Geschichte im Nordwesten. Jeweils am zweiten Montag. Was bleibt, ist darauf hinzuweisen, dass die Sendung auf dem Projekt der virtuellen Geschichtsredaktion basiert. Die hat eine eigene Internetseite, das ist www.geschichte-mitmachen.de. Und dort kann sich jeder, der Lust auf Geschichte hat, gerne beteiligen. Alle Infos finden Sie auf der Internetseite. Ich wiederhole sie nochmal, www.geschichte-mitmachen.de. Also bis dann, einen schönen Sommer wünsche ich.